Guten Tag, meine Damen und Herren. Israel soll am Wochenende Waffen an Ägypten geliefert haben, um die Massendemonstrationen aufzulösen. Das meldet das Portal Middle East Monitor. Drei israelische Flugzeuge seien demnach am Wochenende in Kairo gelandet, um die Waffen abzuladen. Das Zentrum für Umwelt, Menschenrechte und Entwicklung und einige Nichtregierungsorganisationen hatten erklärt, Israel wolle Ägyptens Präsident Mubarak damit seine Unterstützung sichern. In der umfangreichen Fracht sollen sich auch nicht unerhebliche Bestände an C-Waffen befunden haben. Am Sonntag hatte der israelische Ministerpräsident Netanyahu in einer öffentlichen Erklärung gesagt, die Bemühungen seines Landes zielten darauf ab, die weitere Aufrechterhaltung der Stabilität und Sicherheit in der Region Ägyptens zu gewährleisten. In einem Geheimpapier hatte er die westlichen Staaten aufgefordert, Mubarak zu unterstützen. Das Vermögen des ägyptischen Machthabers Mubarak und seiner Familie soll mehr als 40 Milliarden Dollar betragen. Das meldet die Basler Zeitung. Mubaraks Frau und die beiden Söhne sollen nach 30 Jahren Regentschaft Bankkonten und Immobilien auf der halben Welt besitzen. Mubaraks Sohn Gamal, der bislang als Kronprinz und Nachfolger seines Vaters galt, soll allein ein Vermögen von 17 Milliarden Dollar besitzen. Verteilt sei das Geld auf Banken in der Schweiz, Deutschland, USA und Großbritannien. Gamal bekleidet einen hohen Posten in der Nationaldemokratischen Partei, die das ägyptische Parlament beherrscht. Das viele Geld stamme aus Kommissionen von Waffengeschäften, aus fragwürdigen Immobiliendeals in Kairo sowie aus dem Tourismus in den Urlaubsorten Hurghada und Sharm el-Sheikh, berichtet das Nachrichtenportal JP News. Dabei habe der Mubarak-Clan ein Geschäftsmodell installiert, bei dem Großunternehmen jedes Jahr die Hälfte ihres Gewinns abliefern müssten. Betroffen seien internationale Firmen wie Marlboro, McDonald's, Vodafone, Skoda und Mövenpick, die Niederlassungen in Ägypten haben. Die israelische Regierung soll die westlichen Länder in einer geheimen Mitteilung aufgefordert haben, den ägyptischen Präsidenten Mubarak weiter zu stützen. Einem Bericht der israelischen Zeitung Haaretz zufolge, den Spiegel Online zitiert, habe Jerusalem in dem Schreiben gewarnt, es sei im Interesse des Westens und des gesamten Nahen Ostens, die Stabilität des ägyptischen Regimes aufrechtzuerhalten. Jegliche öffentliche Kritik an Präsident Mubarak müsse gebremst werden, hieß es in dem Schreiben. Entsprechende Anweisungen sollen auch an rund ein Dutzend westlicher Botschaften wie den USA, Kanada, China und mehreren europäischen Ländern geschickt worden sein. Für Israel ist Ägypten der wichtigste arabische Partner. Jerusalem